Sag mal, kennst du dein Horoskop? Viele Menschen lesen Horoskope, um etwas über ihren Charakter zu erfahren. Aber hast du je darüber nachgedacht, was die Zeit deiner Geburt aussagt? Jede Uhrzeit hat ihre eigenen Eigenschaften, die sich auf deinen Charakter auswirken können. In diesem Podcast werden wir genauer hinschauen und herausfinden, was deine Geburtszeit über dich verrät. Es wird total spannend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Sobald du die Bedeutung deiner Geburtszeit kennst, wirst du dich selbst viel besser verstehen und die Eigenschaften, die deine Geburtszeit ausmachen, werden dir helfen, besser in deinem Leben zurechtzukommen. Dein Horoskop ist nicht nur das Sternzeichen, welches du bei deiner Geburt hattest. Horoskope basieren auf der Position der Sterne zu dem Zeitpunkt deiner Geburt und können dir helfen, mehr über dich selbst zu erfahren. Horoskope können dir auch helfen, dich selbst besser zu verstehen und die Motive hinter deinem Verhalten zu ergründen. Wenn du also neugierig bist, was deine Geburtszeit über dich aussagt, dann hör dir diesen Podcast an. 0 bis 1 Uhr, das Kind der Stunde. Wenn du zwischen 0 und 1 Uhr geboren bist, dann bist du ein sogenanntes Kind der Stunde. Das bedeutet, dass du ein sehr intuitiver Mensch bist und ein starkes Bauchgefühl hast. Du vertraust deinem Instinkt und lässt dich nicht von anderen beeinflussen. Du bist auch sehr kreativ und musikalisch. Künstler, Musiker und Schauspieler sind oft Kinder der Stunde. 1 Uhr bis 2 Uhr. Der Weise. Wenn du also in dieser Zeitspanne geboren bist, dann bist du ein sogenannter Weiser oder eine Weise. Dies bedeutet, dass du ein sehr kluger Mensch mit viel Wissen bist. Du bist auch sehr vernünftig und überlegt und handelst meistens im Sinne für das Große und Ganze. Du hast einen starken Willen und bist in der Lage, viele Herausforderungen zu meistern. Außerdem bist du sehr loyal und treu. 2 bis 3 Uhr, der Suchende. Wenn du zwischen 2 und 3 Uhr geboren bist, dann bist du ein sogenannter Suchender. Dies bedeutet, dass du ein sehr neugieriger Mensch bist und ständig auf der Suche nach neuen Erfahrungen bist. Du bist auch sehr abenteuerlustig und mutig. Nichts hält dich davon ab, deine Träume zu verwirklichen. Du bist auch sehr kontaktfreudig und offen für neue Begegnungen. Menschen, die zwischen 2 und 3 Uhr geboren sind, sind oft Charismatiker und anziehend auf andere. 3 bis 4 Uhr, der Lehrer. Wenn du also in dieser Zeitspanne geboren bist, dann bist du ein sogenannter Lehrer. Dies bedeutet, dass du weise und mit viel Wissen ausgestattet bist. Du hast auch ein sehr starkes Bedürfnis, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Du bist ein sehr guter Zuhörer und verstehst es, Menschen zu motivieren. Außerdem bist du sehr geduldig. Lehrer sind oft idealistisch und suchen nach der Wahrheit. Sie sind auch sehr mitfühlend und verständnisvoll. 4 bis 5 Uhr, der Helfer. Wenn du in dieser Zeitspanne geboren wurdest, bist du ein sogenannter Helfer. Dies bedeutet, dass du ein sehr großzügiger Mensch bist, der immer bereit ist zu helfen. Du bist auch sehr freundlich und liebenswürdig. Menschen, die zwischen 4 und 5 geboren sind, sind oft sehr beliebt. Sie sind auch sehr optimistisch und haben eine positive Ausstrahlung. 5 bis 6 Uhr, der Kämpfer. Wenn du also in dieser Zeit geboren bist, dann bist du ein sogenannter Kämpfer. Dies bedeutet, dass du ein sehr entschlossener Mensch bist, der seine Ziele verfolgt. Du bist auch sehr mutig und tapfer. Kämpfer sind oft sehr erfolgreich, da sie nicht aufgeben, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Sie sind auch sehr loyal und treu. 6 bis 7 Uhr, der Sucher. Ein sogenannter Sucher. Das bedeutet, dass du ein sehr neugieriger Mensch bist, der ständig auf der Suche nach neuen Erfahrungen ist. Du bist auch sehr abenteuerlustig und mutig. Nichts hält dich davon ab, deine Träume zu verwirklichen.
Du bist auch sehr kontaktfreudig und offen für neue Begegnungen. Menschen, die zwischen 6 und 7 Uhr geboren sind, sind oft Charismatiker und wirken sehr anziehend auf andere. 7 bis 8 Uhr, der Künstler. Wenn du in dieser Zeit geboren bist, dann bist du ein sogenannter Künstler. Und dies bedeutet, dass du sehr kreativ und künstlerisch begabt bist. Du siehst die Welt auf eine ganz andere Art und Weise und hast ein besonderes Gespür für Schönheit. Künstler sind oft sehr sensibel und mitfühlend. Sie sind auch sehr intuitiv und haben ein starkes Gefühl für das, was richtig und falsch ist. 8 bis 9 Uhr, der Führer. Wenn du zwischen 8 und 9 Uhr geboren bist, dann bist du ein sogenannter Führer. Dies bedeutet, dass du sehr entschlossen und zielstrebig bist. Du weißt genau, was du willst und lässt dich von nichts und niemanden von etwas abhalten. Führer sind oft sehr erfolgreich, da sie andere Menschen inspirieren und motivieren können. Sie sind auch sehr mutig und tapfer. 9 bis 10 Uhr, der Berater. Dies bedeutet, dass du sehr klug und weise bist. Du hast ein umfangreiches Wissen und verfügst über große Weisheit. Berater sind oft sehr geduldig und haben viel Verständnis. Sie sind auch sehr mitfühlend und empathisch. Also Menschen, die zwischen 9 und 10 Uhr geboren sind, sind oft sehr beliebt und wirken anziehend auf andere. 10 bis 11 Uhr. Der Begabte. Dies bedeutet, dass du sehr klug und intelligent bist. Du hast ein umfangreiches Wissen und verfügst über große Weisheit. Du verfügst über viele schöne Fähigkeiten und kannst diese durch deine Begabungen zum Ausdruck bringen. Menschen, die zu diesem Zeitpunkt geboren sind, sind oft sehr kreativ und talentiert. 11 bis 12 Uhr. Der Träumer. Dies bedeutet, dass du sehr kreativ und fantasievoll bist. Du hast eine ausgeprägte Vorstellungskraft und kannst dich in andere Welten träumen. Träumer sind oft sehr sensibel und mitfühlend. Sie sind auch sehr intuitiv und haben ein starkes Gefühl für das, was richtig und falsch ist. Du bist oft auf Astralreisen unterwegs und kannst dich in andere Welten versetzen. 12 bis 13 Uhr. Der Familienmensch. Dies bedeutet, dass du sehr familienorientiert bist. Du hast ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit. Familienmenschen sind oft sehr treu und loyal. Sie sind auch sehr mitfühlend und fürsorglich. Du vermittelst Liebe und Fürsorge und gibst den Menschen in deiner Familie Halt und Unterstützung. 13 bis 14 Uhr. Der Weltenbummler. Dies bedeutet, dass du sehr neugierig und abenteuerlustig bist. Du reist gerne und hast keine Angst, dich in unbekannte Gebiete zu begeben. Weltenbummler sind oft sehr mutig und kontaktfreudig. Sie sind ein Mensch, der gerne die Welt entdeckt und neue Erfahrungen macht. Manchmal sind sie auch unruhig und haben keine Geduld. 14 bis 15 Uhr, der Innovator. Dies bedeutet, dass du sehr kreativ und erschaffend bist. Du siehst die Welt auf eine ganz andere Art und Weise und hast ein besonderes Gespür für Schönheit. Innovatoren sind oft sehr künstlerisch begabt und haben ein gutes Auge für Ästhetik. Sie sind auch sehr intuitiv und haben ein starkes Gefühl für das, was richtig oder falsch ist. 15 bis 16 Uhr, der Idealist. Dies bedeutet, dass du sehr hingebungsvoll und idealistisch bist. Du suchst nach dem Sinn des Lebens und möchtest die Welt zu einem besseren Ort machen. Idealisten sind oft sehr kreativ und fantasievoll. Sie sind auch sehr mitfühlend und fürsorglich. Du bist ein Mensch, der an das Gute im Menschen glaubt. 16 bis 17 Uhr. Der Anführer. Das bedeutet, dass du sehr selbstbewusst und selbstsicher bist. Du hast starke Überzeugungen und keine Angst, für das einzutreten, woran du glaubst.
Führungspersönlichkeiten sind oft sehr mutig und entschlossen. Du bist auch sehr charismatisch und hast die Fähigkeit, andere zu begeistern und zu inspirieren. 17 bis 18 Uhr, der Krieger, die Kriegerin. Das bedeutet, dass du sehr tapfer und mutig bist. Du bist immer bereit, für das zu kämpfen, woran du glaubst. Kriegerinnen und Krieger sind oft sehr leidenschaftlich und intensiv. Du bist auch sehr loyal und beschützend. Du bist eine Person, die immer bereit ist, ihre Familie und Freunde zu verteidigen. 18 bis 19 Uhr, der Heiler, die Heilerin. Wenn du zwischen 18 und 19 Uhr geboren wurdest, dann bist du das, was man einen Heiler nennt. Das bedeutet, dass du eine sehr starke Verbindung zur spirituellen Welt hast. Du bist sehr mitfühlend und fürsorglich. Du hast die Fähigkeit, Menschen sowohl körperlich als auch emotional zu heilen. Heiler sind oft sehr weise und haben ein tiefes Verständnis für die menschliche Seele. Du bist auch sehr intuitiv und hast ein starkes Gespür dafür, was richtig und falsch ist. 19 bis 20 Uhr, der Romantiker. Du hast ein starkes Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung. Romantiker sind oft sehr fürsorglich und großzügig. Du bist auch sehr sensibel und hast ein tiefes Verständnis für die menschliche Seele. Du bist ein Mensch, der es liebt, sich geliebt zu fühlen. Du beschenkst deine Freunde und geliebte Menschen sehr gerne. Du bist sehr gefühlvoll und kannst magische Momente erzeugen. 20 bis 21 Uhr, der Grübler. Das bedeutet, dass du sehr introspektiv und nachdenklich bist. Du verbringst gerne deine Zeit allein und denkst über das Leben und seinen Sinn nach. Grübler sind oft sehr tiefgründig und weise. Du bist auch sehr mitfühlend und fürsorglich. Du bist ein Mensch, der immer bereit ist, anderen zu helfen. Du solltest dich nicht so sehr von Sorgen belasten lassen, denn du bist ein wunderbarer Mensch, der alles erreichen kann, was er möchte. 21 bis 22 Uhr, der Mystiker. Mystiker sind sehr mit der spirituellen Welt verbunden. Du hast ein tiefes Verständnis für die menschliche Seele. Du bist auch sehr intuitiv und hast ein starkes Gespür dafür, was richtig und falsch ist. Mystiker sind oft sehr weise und haben ein tiefes Verständnis für das Leben. Du bist auch sehr mitfühlend und fürsorglich. Du solltest deine Träume nie aus den Augen verlieren, denn sie sind es, die dich durch das Leben führen. 22 bis 23 Uhr, der Träumer. Wenn du zwischen 22 und 23 Uhr geboren wurdest, dann bist du ein sogenannter Träumer. Das bedeutet, dass du sehr kreativ und fantasievoll bist. Du hast ein starkes Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung. Träumer sind oft sehr mitfühlend und fürsorglich. Du bist auch sehr sensibel und hast ein tiefes Verständnis für die menschliche Seele. Du solltest deine Träume nie aus den Augen verlieren, denn sie sind sehr wichtig für dich. 23 bis 24 Uhr, der Narr. Narren sind sehr spontan und impulsiv. Narren leben im Moment und genießen das Leben in vollen Zügen. Sie sind oft sehr tapfer und mutig. Als Narr bist du auch sehr leidenschaftlich und intensiv. Du solltest das Leben nie zu ernst nehmen, denn es ist dazu da, um genossen zu werden. Narren sind unabhängig und individualistisch und haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Dies waren nun die Fähigkeiten, die deinen Charakter zusätzlich zu deiner Geburtszeit geformt haben. Daran kannst du lernen, was alles in dir steckt und deine Stärken besonders gut ausbauen. Vielleicht entdeckst du auch verborgene Talente und möchtest dich ihnen widmen. Bitte teile meinen Podcast, damit auch andere Menschen erfahren, welche Eigenschaften ihre Geburtszeit über sie verrät, und like und abonniere meinen Kanal, um weiterhin wichtige Podcasts zu bekommen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Deine Smarana.